Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richard, ich grüße den Ärztedirektor, Herrn Professor Krug, Herrn Professor Ertan, Professor Schwimbeck ist bei mir, Herr Dr. Dresler, herzlich gegrüßt und unser Bauprojektmanager, der Herr Küster, passt auch auf, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Liebe Gäste, liebe Pressevertreter, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenfinden, um die Tradition eines Richtfestes trotz der Corona-Krise zu wahren und heiße Sie herzlich willkommen. Gerne hätte ich an dieser Stelle auch alle am Bau beteiligten Architekten, Generalübernehmer, die Vielzahl der Arbeiter, Ingenieure, Sachverständige, Statiker, Projektsteuerer und diejenigen, die uns bei der Finanzierung geholfen haben und diese sichergestellt haben, aber auch diejenigen, die die Beschlüsse getragen haben aus dem Rat der Stadt Leverkusen und den Aufsichtsgremien des Klinikums hier begrüßt. Dies ist uns leider aufgrund der Auflagen und Schutzmaßnahmen während der Pandemie nicht möglich. Ein Richtfest ist aber ein wichtiger traditioneller Meilenstein, eine Gelegenheit innezuhalten und das zu würdigen, was bereits erreicht wurde, und zu erläutern, wie wir mit diesem riesigen Bauvorhaben, können Sie mal gucken, dass er da hinten mal 5 Minuten Pause macht. Ja, machen wir jetzt. Danke. Das sei ihm gegönnt an der Stelle. Arbeit muss man keine längere Bauzeit danach, oder was? Nee, nee. Also, zu erläutern, was wir mit diesem riesigen Bauvorhaben mit unserer Patientenoptimierung vorhaben. Eigentlich sind wir es hier im Geburtstagspark, im Gesundheitspark gewohnt, Richtfeste zu feiern und auszurichten. Doch dieser Termin ist heute nicht vergleichbar mit den vorherigen Feierlichkeiten. Dennoch wollen wir auf diese Tradition nicht verzichten. Wir stellen Ihnen daher zunächst einmal den Ausbau, also Planung des Gebäudes im Einzelnen vor und hierbei unterstützen mich die zukünftigen Nutzer des Gebäudes, die hier anwesenden Klinikdirektoren einschließlich des Ärztlichen Direktors. Im Anschluss kommt dann der Richtspruch durch den Polier der Firma Zabel, dem wir unsere besondere Aufmerksamkeit schenken. Und danach werden wir den Richtkranz symbolisch in Bewegung setzen und damit diesem Bauabschnitt einen würdigen Abschnitt und Abschluss verleihen. Die beste Medizin und Pflege für unsere Patienten und dies in möglichst angenehm gestalteten Räumen ist unser ständiges Bemühen und Bestreben. Aus dieser Motivation heraus schaffen wir nun hier hinter mir auf 4 Stockwerken und über 5500 Quadratmetern Flächen neue Strukturen und Maßstäbe für die Geburtshilfe, Neurologie und Kardiologie. Die ersten Ideen zum Aus- und Umbau des Gebäudes liegen weit über 10 Jahre zurück. Ich zitiere aus der 2. Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift aus dem Jahre 2008. In einem Artikel zur Inbetriebnahme des neu gestalteten Kreissaales hieß es damals, um bis zur endgültigen Fertigstellung des neuen Kreissaals auf der ersten Ebene den werdenden Eltern schon jetzt Wohlfühlatmosphäre anbieten zu können, hat das Klinikum mit einer Zwischenlösung im Erdgeschoss des Haupthauses eine vorzeigbare Alternative geschaffen. Nun dauert diese Zwischenlösung schon 12 Jahre. Und es sind fast 19.000 Babys, die hier im Klinikum seitdem geboren wurden. Und ich weiß, dass die Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte rund um den Klinikdirektor, Herrn Professor Ertan, den neuen Kreißsaal auf der ersten Etage hier hinter mir kaum erwarten können. Das Mutter-Kind-Zentrum im Klinikum Leverkusen rückt damit auch räumlich als Einheit zusammen. Kreißsaal, Kinderintensivstation, die Station der Kinderklinik, die Station der frisch gebackenen Mütter befinden sich demnächst in unmittelbarer Nähe auf einer Ebene in der ersten Etage zueinander. Wir haben endgültig einen Kreißsaal gegenüber mit
optimale Ausstattung. Und wir einen Kreißsaal, wir sind dann, haben dann insgesamt 5, also einen mehr als bisher auf dieser Etage und natürlich mit optimaler Ausstattung und Inneneinrichtung. Und selbstverständlich gehört in den Kreißsaal auch ein moderner OP-Bereich für die Kaiserschnitte, die Sektios, die dort integriert sind. Die Räume auf der zweiten Etage gehören der Medizinischen Klinik 1, also der Kardiologie von Klinikdirektor Professor Schwimbeck. Hier entstehen Arzt-Patientenbereiche rund um die 3 neuen hochmodernen Herzkathetermessplätze inklusive eines Hybrid-OPs. Das Klinikum Leverkusen trägt mit den neuen Eingriffsräumen den Innovationen in der Kardiologie Rechnung und ermöglicht den Patienten, die modernsten und schonendsten Behandlungsmethoden künftig mit 3 statt den bisher 2 Messplätzen. Diese neuen Messplätze ermöglichen den medizinischen Fortschritt hier in Leverkusen mitzugestalten und Professor Schumbeck wird hierzu gleich noch Näheres erläutern. Und auf der dritten Etage, ich schaue nach rechts des Gebäudes, wird die bauliche und organisatorische Modernisierung der Klinik für Neurologie unter der Leitung von Privatdozent Dr. Lagres ihren Abschluss finden. Neben der zentralen Anlaufstelle für Patienten der Neurologie werden sich auf dieser dritten Etage dann auch die Spezialambulanzen der Neurologie befinden, beispielsweise die MS-Ambulanz. Und wir sind sehr froh, dass wir unseren Patienten beispielsweise bei Infusionsbehandlungen nun deutlich mehr Komfort und Privatatmosphäre gönnen können. Und auch dazu wird der Dr. Lacres gleich noch näher ausführen. Bereits seit September letzten Jahres arbeiten die Bauleute ohne Unterbrechung an der Aufstockung und dem Ausbau unseres neuen Gebäudes 1L. Die Corona-Pandemie hat den Baufortschritt leider etwas verlangsamt und die Fertigstellung um ein paar wenige Monate auf September verschoben, September 2021. Die Bauaktivitäten bei laufendem Betrieb im Herzen des Klinikums sind eine echte Herausforderung für das interne und externe Bauprojektmanagement und den Generalübernehmer. Wir hatten uns entschlossen, die Generalverantwortung für die Bauausführung, und das setzt präzise Planung, einschließlich Medizinplanung und Innenarchitektur voraus, in eine Hand zu geben. Und nach einem europaweiten Wettbewerb bekam die Firma Zabel den Zuschlag. Schade, dass der geschäftsführende Vorstand aufgrund der Restriktionen heute nicht dabei sein kann. Für die äußerst enge Begleitung am Bau des Projektes danke ich natürlich allen am Bau Beteiligten und an dieser Stelle aber auch ausdrücklich den verantwortlichen Klinikdirektoren, dem Privatdozent Herrn Dr. Lagres, Herrn Professor Ertan und nicht zuletzt Professor Schwimbeck. Sie waren und sind stets an meiner Seite und die des Bauprojektmanagements und haben in Workshops und unzähligen Meetings Geduld und Gelassenheit bewiesen und mit ihren Ideen zum Gelingen unseres neuen Vorzeigeobjektes beigetragen. Deshalb herzlichen Dank an dieser Stelle für ihr aller Engagement. Mit dem Richtfest haben wir jetzt den ersten Bauabschnitt abgeschlossen und nun gilt es mit vereinten Kräften, die einzelne Etagen fertigzustellen, auszubauen, einzurichten, denn mit der Inbetriebnahme, das hört sich weit hin an, bis September 2021 haben wir ein strammes Programm vor uns. Insofern weiterhin Glück auf, hier auf dem Bau und allen Beteiligten und ich freue mich, dass wir das trotzdem heute in dieser Form unter Begleitung unseres Oberbürgermeisters und Aufsichtsratsvorsitzenden in dieser Form hinbekommen. Und darf auch an Sie, Herr Richard, nun weitergeben und danke zunächst für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Zimmermann. Ja, der Professor Krug, also die Staffelübergabe ist gut gelungen, deshalb geht es jetzt auch zügig voran. Sehr herzlich willkommen, Herr Professor Ertan, Professor Schwimbeck, Herr Dr. Lagres, Herr Küster, liebe Gäste, liebe Presse und liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute jetzt auch wieder Dienst in unserem Klinikum tun. Sie haben vieles gesagt, was bei mir auch drin stand. Und ich möchte Ihnen eins sagen, mit den 22,5 Millionen Euro, die wir investieren, gehen wir einen konsequenten Weg. Wir als Stadt Leverkusen wachsen, die Stadt wächst, wir sind eine Großstadt und ich denke, es ist entscheidend für Leverkusen, wie die medizinische Versorgung ist. Deshalb bin ich froh, wenn wir den 22,5 Millionen in den drei Fachbereichen, die sich jetzt hier nochmal spezifizieren und wo wir auch noch sehr viel Geld wieder investieren, stecken natürlich hochrangige Mediziner, die jeden Tag gewährleisten, dass die Menschen in Leverkusen eine sehr gute Versorgung bekommen, eine sehr gute medizinische Versorgung. Und lassen Sie mich eins sagen, wenn ich heute Morgen, ich habe das Herrn Zimmermann gesagt, in Beirut, wenn Sie sehen, was passiert und wie schnell Systeme, das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation, aber wie schnell Systeme überlastet werden können, zeichnet das eben auch eine Demokratie aus, dass wir sagen, ja, mit dem Aufsichtsrat und gleichzeitig natürlich auch die politischen Gremien, dass wir kontinuierlich diesen Weg hier im Klinikum gehen. Ja, wir sagen, wir müssen weiter investieren, weiter auch die Klinikbereiche ausstatten. In einer Zeit, wo wir erkennen müssen, dass so schnell sich medizinische Situationen verändern weltweit und das Klinikum vor großen Herausforderungen stand und steht, beziehe mich da auf die Pandemie, auf Covid-19, wo wir alle wissen, dass das Thema Infektionsstrukturen aus Covid-19 längst nicht vorbei ist. Das heißt, wir sind gewappnet dafür und deshalb ist es gut, dass der Stadtrat, der Aufsichtsrat diese kluge Entscheidung gefällt hat, diesen kontinuierlichen Weg der Qualifizierung im medizinischen Bereich weiterzugehen, damit die Ketten nämlich geschlossen werden. Die Ketten, Herr Professor Adler, wir haben uns immer darüber unterhalten, Sie haben es gerade beschrieben, 12 Jahre hatten wir einen nicht so optimalen Zustand, den schließen wir jetzt mit den Kreißsälen. Wir haben mit einer Kinderklinik all die Ketten, wir haben jetzt mit einer Neurologie und der Schwimmbeck natürlich mit einem Katheterbereich, den wir jetzt massiv nach vorne bringen, wo wir genau wissen, dass kardiologische Erkrankungen eine der Hauptursachen quasi von Erkrankungen überhaupt sind, ist das genau die richtige Entscheidung, hier auch da massiv zu investieren. Das alles in einer Situation, wo wir immer darüber ringen, wie bringen wir auch finanziell die Klinik voran. Das muss ja immer wieder auch im Einklang gebracht werden. Wir sind in der Diskussion, Sie haben es alle mitbekommen mit anderen Kliniken. Wir müssen da auch weiter immer in den Gesprächen bleiben, aber wir dürfen die Exzellenz gerade hier an dem Standort in Leverkusen nicht verlieren. Und ich bin jetzt momentan sehr, sehr viel in den Stadtteilen unterwegs. Und ich sage den Leuten immer, den Bürgern immer, worauf können wir stolz sein in Leverkusen? Ja, wir können sehr stolz darauf sein, dass wir so ein gutes Krankenhaus haben, ein gutes medizinisches Gesundheitswesen. Das zeichnet Leverkusen aus und das ist auch gut investiertes Geld. Und deshalb, jetzt immer ganz besonders an Sie, wo ich die letzten 5 Jahre mit Ihnen zusammen hier auch die Klinik im Aufsichtsrat zusammen geführt habe, mit den Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat, mit den Kolleginnen und Kollegen im Medizinikbereich, aber natürlich auch mit der Mitarbeiterschaft. Da haben wir ja immer noch 2 Tarifbereiche, das ist aber eben auch dem System geschuldet. Mein herzlichen Dank, Herr Zimmermann, Sie haben das sehr kontinuierlich und sehr zielstrebig gemacht und sehr stringent. Deshalb nochmal meinen herzlichen Dank für Ihren persönlichen Einsatz. Das bedeutet auch viel Einbringen von viel Lebensenergie auch und mit sehr vielen Sachverstand. Deshalb von mir ganz persönlich an Sie mein herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Rechrath. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt etagenweise in das Gebäude. Und das können jetzt am besten diejenigen ausdrücken, die zukünftig da Verantwortung haben werden. Es geht los mit der ersten Etage. Und damit mit Professor Ertan, der sonst auch immer, aber heute ganz besonders hinter mir steht. Bitte schön. Positiv. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Zimmermann, liebe Freunde, Kollegen und liebe, ja, meine Damen und Herren von der Presse auch. Es ist ein besonderes Ereignis und eine besondere Freude für mich speziell auch, weil ich auf diesen Tag, Herr Zimmermann, 12 Jahre warte. Als wir vor 12 Jahren in der Tat in diese Kompromisslösung, Provisorium reingegangen sind, haben Sie mir persönlich versprochen, Sie haben gesagt, Sie bekommen einen neuen, zeitgemäßen Kreißsaal. Auf den Tag habe ich 12 Jahre gewartet, aber last but not least ist es jetzt real geworden und dafür danke ich Ihnen in erster Linie. Aber wenn ich schon beim Dank bin, möchte ich auch eine
eine besondere Person hervorheben, das ist Herr Küster. Herr Küster, ohne Sie würde das Ganze gar nicht laufen. Sie unterstützen uns von Anfang an und Sie haben auch gesagt, ich gehe nicht in Rente, bevor der Kreis abfällt. Also herzlichen Dank für die Unterstützung. Die Geburtshilfe ist ein besonderes, weil wir dann in der Regel mit etwas sehr Erfreulichem zu tun haben. Da kommt ein Kind auf die Welt und dieses Kind verändert das ganze Leben in der Familie. Natürlich sind wir als Perinatalzentrum Level 1 sehr viel beschäftigt, auch den kranken Kindern beiseite zu stehen, auch schwerstkranken Kindern und Frühgeburten, intrauterinen Wachstumsretardiert und so weiter. Das ist eine Aufgabe, die wir weiterhin erledigen, aber wenn man sich dann die 1600 Geburten im Jahr anschaut, größter Teil von diesen Schwangeren sind eigentlich gesunde Frauen und größter Teil dieser Kinder sind auch gesunde Kinder. Deswegen wollen sie auch nicht als Patienten behandelt werden, weil es auch keine Patienten sind. Geburt ist ein natürliches Ereignis. Und weil es eben ein natürliches, ein schönes Ereignis ist, versuchen wir auch, die Infrastruktur so zu schaffen, dass die Menschen sich auch wohlfühlen. Dass alles, was wir als Perinatalzentrum im Background dann anbieten, sollte dann nichts anderes sein, sogenannte Airbag-Funktion. Das soll alles im Hintergrund laufen, aber die Menschen, die zu uns kommen und ein gesundes Baby auf die Welt bringen wollen, sollen sich einfach wohlfühlen. Genau diese Wohlfühlatmosphäre ist auch der Sinn dieses Kreissaals, dass wir sagen, wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in denen die Menschen sich sicher, geborgen und auch gut fühlen. Deswegen werden Sie auch später sehen, wenn wir durch die Räume gehen würden, dafür ist es zwar ein bisschen zu früh, aber die Pläne wissen wir schon, das wird kein Krankenhausatmosphäre sein. Das wird eher ein schönes Zuhausegefühl sein. Dementsprechend all diese hochtechnisierten und technologischen Infrastruktur, das werden Sie alles nicht mitbekommen. Wenn Sie da reingehen, werden all diese Gerätschaften irgendwo hinter irgendwelchen Schränken versteckt sein, sodass Sie sich wirklich auf jeden Raum freuen können. Wie Sie gesagt haben, Herr Zimmermann, wir werden sogar einen fünften Kreissaal noch dazu haben. Das heißt also, in diesen fünf sehr modernen und sehr schön ausgestatteten Räumen können die Eltern ihr Baby empfangen, in Empfang nehmen und auch die Phase, die manchmal auch sehr lange dauert, manchmal dauern die Geburten wirklich stundenlang, so gut wie möglich wie zu Hause erleben wird. Deswegen haben wir uns nicht nur mit den farblichen Konzepten und Ausstattung und so weiter uns Gedanken gemacht, sondern auch in jedem Raum, wenn Sie sich die Pläne nachher anschauen, haben wir dann Möglichkeiten der Entspannungsbadewanne oder wenn jemand möchte, auch unter Wasser geburten. All diese Dinge, die einfach zur natürlichen Geburt gehören, werden dann realisiert in diesen Räumlichkeiten. Und so hoffe ich, dass in erster Linie natürlich die werdenden Eltern, die Mutter insbesondere, aber auch die Mitarbeiter, die Hebammen, die Ärzte, die Kinderkrankenschwestern und alle, die mit der Geburt was zu tun haben, sich auch in diesen Räumlichkeiten wohlfühlen werden. Ich glaube, das werden sie auch. Herr Küster wird dafür sorgen, dass wir uns alle sehr wohlfühlen und es ist ein tolles Gefühl, endlich in diesen Räumlichkeiten arbeiten zu dürfen und September werden wir sehnsüchtig jetzt abwarten, dass wir dann in diese Räume reingehen und der Leverkusener Bevölkerung, aber auch drumherum in der Umgebung, allen werden Eltern diese Infrastruktur schaffen. Und Sie wissen, als ich kam, habe ich gesagt, irgendwann möchte ich gerne 2000 Geburten in Leverkusen haben. Ich glaube, das werden wir dann auch schaffen. Vielen Dank. Ja, eine Etage höher. Ja, das ist die bayerische Luft noch sauber. Ja, genau. Bitteschön, Professor. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Zimmermann, sehr geehrte Vertreter der Presse, sehr geehrter Herr Küster, natürlich nicht zu vergessen, und natürlich auch sehr geehrte Mitarbeiter der Firma Zabel und der übrigen Firmen. Ja, Sie sind die wichtigsten, denn wir sind auf Sie angewiesen. Und ich finde es eben wirklich sehr gut auch, dass Herr Küster sich sehr engagiert und eben auch entsprechend die Sachen alle abspricht mit uns, denn wir wollen die ja noch nutzen.
Ja, ich gehe vielleicht näher am Darm ran. Ich freue mich ja immer. Ich würde am liebsten gerne selbst Beton mit gießen. Ja, so Bauarbeit, das würde man auch. Ich habe früher in meiner Jugend so ein bisschen so, ja, ich bin schon handwerklich begabter Mensch, hoffe ich. Aber das kann ich ja auch im Herzkanäler gut gebrauchen. Ne? Gut, das ist hier die zweite Etage. Seit der Inbetriebnahme unserer jetzigen Kanäler-Borst 2007 und Renovierung 2014 haben wir zwei Räume. In den zwei Räumen werden jetzt ca. 3.500 bis 3.600 Untersuchungen gemacht. Wir arbeiten dort schon recht lange, immer jeden Tag bis 19 Uhr schon routinemäßig, von 7:30 Uhr morgens. Aber in der Kardiologie hat sich sehr viel weiterentwickelt. Wenn man bloß mal sieht, es kann heutzutage kann man sogar schon an Herzklappeneingriffe vornehmen. Man kann eben bestimmte Veränderungen oder Defekte in der Herzscheidewand verschließen, um Schlaganfälle zu vermeiden. Wir können bestimmte Strukturen des Herzens, die Herzohren, wie man die nennt, verschließen, um zum Beispiel zu verhindern, dass sich dort Blutgerinnsel bilden, die Schlaganfälle verursachen. Und was auch ein sehr großes Gebiet ist, ist die Elektrik, die Herzrhythmusstörung. Die Bevölkerung wird älter, was ja wirklich sehr gut ist, aber sie ist damit auch mit Krankheiten gesegnet, muss man leider sagen, zum Beispiel das Vorhofflimmern. Das kann man heute auch ganz gut mit Kathetertechniken behandeln und da brauchen wir einfach mehr Kapazitäten. Denn wir haben leider für einige Eingriffe bei uns Wartezeiten, wie zum Beispiel die Elektrik, und die wollen wir gerne abbauen. Wir haben eben auch sonst natürlich unser Hauptgeschäft, oder eins unserer Hauptgeschäfte ist natürlich auch die Herzinfarkte. Wir sehen im Jahr hier ca. 600 Herzinfarkte aus Leverkusen, umliegende Gemeinde und Städte. Was hier eben bei dieser Etage hier wirklich neu wird, dass wir drei Katheterlabors hier bekommen. Und wir haben ein Katheterlabor, das ist der da vorne, der wird als Hybrid-OP ausgebaut. Was ist ein Hybrid-OP? Ein Hybrid-OP ist im Prinzip ein Katheterlabor, hat eine völlig normale Herzkatheteranlage drin auf höchstem Niveau, aber in dem Eingriff kann man genauso steril arbeiten wie in einem OP. Und das wird eben dadurch auch bewerkstelligt, dass wir hier eine Einschleusung haben für den Patienten, wo man eben die Liege wechselt, das Bett wechselt, dass man hier die Mitarbeiter, die hier auch Waschräume haben, wo sie sich umziehen, entsprechend steril ankleiden und hier in den Herzkatheter-Eingriffbereich kommen in diesen Saal. Gut, wir können dort zum Beispiel auch dann Eingriffe an Herzklappen vornehmen. Wir können dort auch, wo das auch sehr gut ist, wenn wir Geräte einbauen, wie zum Beispiel Defibrillatoren, Schrittmacher, Eventrekorder, bauen wir ca. 400 Stück im Jahr auch ein, kann man hier unter optimalen Bedingungen machen. Und die Kardiologie und aber auch die Gefäßmedizin entwickelt sich weiter. Wir können hier auch zum Beispiel Eingriffe machen, größere Operationen, zusammen mit den Gefäßchirurgen, Herrn Professor Lübcke. Da gibt sich eben viel weiter Entwicklungspotenzial. Wir haben daneben hier einen extra Raum jetzt für unsere Elektrophysiologie, wie wir das nennen, also Ablationen von Herzrhythmusstörungen, Einbau von Herzschrittmachern und so weiter. Und das hier wird der klassische Eingriffsraum wieder für unsere koronare Herzerkrankung, wo man eben viele Infarkte, wie gesagt, bei den Infarkten kommt es immer auch drauf an. Zeit ist Herzmuskel, da kann man nicht warten eine halbe Stunde, bis ein Raum frei wird. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir drei Räume haben, dass ein Raum auch wirklich zeitnah frei ist oder freigemacht werden kann. Abgerundet wird das Ganze durch ein recht großen Wartebereich. Gerade jetzt, auch in Zeiten von Covid, müssen wir Abstände einhalten, was wir hier aber auch machen können. Und wir können auch ambulante Eingriffe durchführen. Es ist so in der Kardiologie, dadurch, dass die Eingriffe auch viel schonender gemacht werden, dass wir zum Beispiel auch viel über die Handgelenk vorgehen können, dass die Schrittmachereingriffe alle auch einfacher werden, dass wir auch mehr ambulant machen können. Dazu ist es eben wichtig, dass wir hier auch einen kleinen Umkleideraum haben für unsere Patienten, Schließfächer haben und hier eine ausreichend große Wartezone, sodass Patienten, die ambulant da sind, die Station gar nicht mehr betreten müssen. Gut, was aber natürlich auch wichtig ist, am wichtigsten sind uns die Patienten, aber auch natürlich sind uns die Mitarbeiter sehr wichtig. Deswegen brauchen wir natürlich auch sogenannte Sozialräume, was das sind, bis hin ganz einfach Aufenthaltsräume, auch jetzt sehr wichtig. Corona-Zeit, wir müssen auch dort Abstand halten. Wir können auch in der Mittagspause nicht wirklich eng beieinander sitzen. Ja, Corona wird uns begleiten und die wird zu uns die nächsten Jahre da sein. Wir haben auch hier zum Beispiel Besprechungsraum, auch der muss immer eine bestimmte Größe haben, dass wir da auch mit ein paar Leuten uns zusammensetzen können und Fälle besprechen.
ja, ich weiß auch nicht alles. Ich hoffe, dass ich einiges weiß, aber da ist immer besser. Ja, schwierige Fälle diskutieren wir auch untereinander. Wir kommen auch jeden Monat, einmal kommen die Herzchirurgen aus Köln-Kalk oder der Uni zu uns hier rüber. Wir besprechen schwierige Fälle. Ja, das ist schon so, das sogenannte Herzteam ist wichtig. Ja, niemand ist unfehlbar. Deswegen ist eben wichtig, die Kooperation in der Medizin extrem wichtig. Da brauchen wir entsprechende Räume und wir haben hier eben auch noch Arztzimmer. Auch wenn wir ambulante Patienten sehen, müssen die natürlich vorher untersucht werden, sodass wir hier schöne Räume haben. Zusammengefasst, und ich möchte mich sehr bedanken, ich liege Herrn Zimmermann auch schon mehrere Jahre in den Ohren. Ja. Die Kardiologie entwickelt sich weiter, wir brauchen eben dieses Weiterentwicklungspotenzial. Ich freue mich sehr auf die Räume. Es gibt viele neue Sachen zu tun und ich freue mich, dass wir eben die Patienten in Leverkusen gut versorgen können. Mein Ziel ist es, höchstes Niveau von der Medizin auf höchstem Niveau der Sicherheit, eben auch gerade auch in Corona-Zeiten. Wobei Corona, sagt man ja auch, ja, Covid-19, es wird auch Covid-21 geben, es wird Covid-24 geben. Wir werden sehen, es wird auch andere Infektionen geben. Wir müssen uns dafür wappnen, ja, die Zukunft, die müssen wir meistern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Schönbeck. Und jetzt kommen wir zu der Neurologie. Ja, Dr. Lacresse hat das Wort. Jo, schönen Dank, Herr Oberbürgermeister. Herr Zimmermann, meine Damen und Herren. Ich komme hier, sind weniger Westen als da hinten. Insofern ist das, glaube ich, vielleicht hier die etwas bessere Zone. Ich möchte kurz etwas aufnehmen, was die beiden Vorredner schon gesagt haben. Ich möchte mich außerordentlich dafür bedanken, dass Sie tatsächlich die Sache nach vorne gebracht haben. Wir beide stehen im Gespräch seit den 90er Jahren zu dieser Angelegenheit. Und Sie haben mir irgendwann mal gesagt, in meiner Dienstzeit werde ich dafür sicherstellen, dass Sie in der Neurologie tatsächlich ordentliche Verhältnisse vorfinden werden. Und da habe ich immer darauf vertraut und Sie haben es eingehalten. Dass das nicht so schnell ging, wie wir alle das gerne gehabt hätten, lag nun daran, dass auch Sie das Geld nicht drucken können. Aber ich bin allen Beteiligten, auch der Stadt natürlich dankbar, dass Sie da gesagt haben, wir müssen jetzt auch mal wirklich abschließend vorankommen. Des Weiteren möchte ich unbedingt Herrn Küster danken. Wir haben hier das zweite Bauprojekt schon zusammen gemacht. Es war aus meiner Wahrnehmung wie immer nicht nur sehr schön, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, sondern auch sehr produktiv. Und ich möchte Ihnen und den Kollegen von der Firma Zabel und allen anderen Gewerken danken, dass sie uns ertragen haben. Wir sind immer sehr mit sehr viel Herzblut unterwegs und sehr viel Engagement. Und das kann manchmal auch vielleicht ein bisschen anstrengend sein, aber wir sind mit sehr viel Präzision und Penibilität unterwegs. Und Sie haben es ausgehalten, dass wir uns schon mal ziemlich darüber unterhalten haben, ob ein Waschbecken 5 cm weiter rechts oder 10 cm weiter links hängt oder ob für einen Patienten wichtig ist, dass ein Tisch 10 cm höher ist, als man das ursprünglich geplant hat. Letztendlich zahlt sich sowas immer wieder aus. Als Neurologen sind wir für das Gehirn und das Nervensystem zuständig, ergo sind wir vernünftigerweise in der oberen Etage untergebracht. Und wir haben nun letztendlich hier tatsächlich das letzte Element der Modernisierung der Neurologie tatsächlich fertiggestellt und damit auch wirklich eine lange Entwicklung, die angemessen, überfällig, aber auch sehr zielgerichtet immer war, tatsächlich hinbekommen. Ein kurzer Ausflug in die Historie. Die Neurologie hat lange Zeit drüben in dem Gebäude 2 der sogenannten Geriatrie ihr Wesen getrieben. Das hat uns immer sehr irritiert, weil wir natürlich eigentlich uns als wichtiger wahrgenommen haben. Aber trotz alledem, wir waren die kleinere Abteilung. Dann mussten die anderen umziehen und wir haben noch eine Weile drüben gewohnt. Das war relativ unbefriedigend, weil es natürlich alte räumliche Strukturen waren und weil die Neurologie sich längst von einem sehr konservativen, diagnostiklastigen Fach zu einem notfallmedizinischen Fach par excellence entwickelt hatte. Stichwort Schlaganfallversorgung beispielsweise. Und insofern war es zwingend erforderlich, dass wir hier ins Hauptgebäude kamen, in die Nähe der Schnittbilddiagnostik, in die Nähe der Notfallambulanz, um vernünftige Arbeitsabläufe und kurze Wege für Patienten mit Sicherheit herstellen zu können. Wir haben vor ein paar Jahren den neuen Zentralbereich für die stationäre Versorgung hergestellt auf der Etage Y3 mit der Schlaganfallstation und weiteren stationären Betten. Wir hatten zwischenzeitlich ein so gutes Provisorium für Funktionsdiagnostik aufgebaut, dass es als Permanentum bleiben kann in der 5. Etage. Das habe ich jetzt gesagt. bleiben kann in der 5. Etage. Und wir haben jetzt nun einen Bereich in der 3. Etage geschaffen, der jetzt nicht so spektakulär ist. Ich kann nicht auf tolle Gerätschaften oder solche schönen Dinge wie Geburtsmedizin verweisen. Aber wir haben zwei wichtige Funktionalitäten darunter gebracht.
Und zwar haben wir in der einen Hälfte dieses Baukörpers unsere administrativen Bereiche. Das hört sich relativ blass an, aber es ist extrem wichtig. Dort sitzen die oberärztlichen Kollegen und ich und dort sitzt mein Sekretariat und unser Geschäftszimmer. Was ist so ein Geschäftszimmer? Wir betreuen nicht nur knapp 3000 Patienten stationär, und das ist natürlich unser Hauptgeschäft, wenn man so möchte, unsere Hauptverpflichtung. Wir betreuen in den anderen Fachabteilungen 2800 Patienten mit. Das sieht man nicht so ohne weiteres, aber das ist fast dasselbe, was wir im eigenen stationären Bereich behandeln. Und wir haben über 5000 ambulante Behandlungen, wenn man die Notfallambulanz dazu rechnet, unsere Spezialambulanzen und noch andere Sektoren. Das heißt, das muss auch alles organisiert, verwaltet, mit Dokumentation hinterlegt, in Abläufen gebracht werden. Und dafür brauchen wir ein großzügiges Geschäftszimmer, was hier vorne realisiert ist. Wir haben ansonsten großen Wert darauf gelegt, dass der Baukörper freundlich ist, hell ist, kleine sektorierte Wartebereiche hat, die gerade heutzutage in Corona-Zeiten auch ein bisschen Abstand der Patienten erlauben, sodass auch in der Hinsicht die Patientensicherheit gegeben ist. Die zweite Hälfte dieses Traktes ist unseren Spezialambulanzen gewidmet. Das sind Patienten, vorwiegend mit Multipler Sklerose, aber auch mit anderen Autoimmunerkrankungen, die sehr hochkarätige, sehr spezialisierte Behandlungen meistens als Infusionstherapie brauchen. Man kann sich das fast so vorstellen wie in einer onkologischen Ambulanz beispielsweise, wo Patienten stundenlang, manchmal einen ganzen Tag lang eine Infusionstherapie brauchen. Bisher war das in sehr beengten Räumlichkeiten unseres alten Bautraktes, der aus dem Jahre 1956 stammt. Das ist ein sehr guter Jahrgang, ich bin da auch geboren. 1956 stammt, in extrem beengten räumlichen Verhältnissen, auch schon vor Corona war das eigentlich nicht mehr zu machen. Wir haben jetzt sehr großzügige räumliche Verhältnisse, wo wir bis zu 8 Patienten gleichzeitig behandeln können. Entsprechende Untersuchungsräume, administrative Räume, noch drumherum. Damit ist die Modernisierung der Neurologie, die ich tatsächlich meine gesamte Dienstzeit von Anfang bis baldigem Ende in 2 Jahren oder so habe begleiten können, vollendet. Und da bin ich sehr stolz drauf und nochmal herzlichen Dank. So. Jetzt lassen wir uns gemeinsam überlegen, wie wir weitergehen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, auf Ihre Fragen einzugehen. Dafür stehen wir hier. Wir haben darüber hinaus natürlich den klassischen Richtspruch auch noch, den Polier hierfür vor. Und wir wollen dann natürlich auch, dass der Richtkranz über uns aufgeht. Und dann wollen wir uns dann eben auch alle für ein Foto da aufmachen. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir noch eine Fragerunde einfügen. Ich darf Ihnen gerade hier zeigen, was wir gemacht haben. Entschuldigung, Herr Zimmermann, ich weiß, dass einer der Fotografen jetzt gleich weg muss, deswegen würde ich die Fragerunde nach dem Foto. Okay. Ja, tut mir leid. Ich sage also jetzt nur noch mal, wo wir jetzt waren. Hier sind wir auf der ersten Etage in dem Bestandsgebäude von der Geburtshilfe rübergegangen, eine Etage höher in den Herzkatheterraum, um dann hier oben abzuschließen, dass da drüber auch noch Technikabteilungen und Ähnliches sind. Gehört dazu. So, jetzt folgen wir der Frau Samper und geben das Wort dem Polier der Firma Zabel. Bitte schön. Aufrufe ich in dieser Runde. Wer es noch nicht weiß, dem gebe ich Kund. Nach Arbeit, die sich keiner scheute, feiern wir das Richtfest heute. Vollbracht und vollendet mit Meisterhand, grüßet der Robo weit ins Land. Stolz ein und zu Feier und Schmaus, heut das aufgestockte Haus. Lob ist vor allem den fleißigen Händen, Meistern, Gesellen und Lehrling zu spenden. Können und Fleiß mit Wissen gepaart, schufen wir dieses Gebäude nach Meisterart. Nun werfe ich dieses Glas in zwei, dass es nach altem Brauch Genüge sei. Dieses Glas kann ruhig in Scherben gehen, doch dieses Bauwerk wird für ewig stehen. Und möge dazu vor allen Dingen den Beschäftigten Glück und Segen bringen. Prost und Glück auf! Müssen wir wiederholen. Ja, also Hebammenmangel ist ein bundesweites Problem. So sind wir auch nicht davon verschont geblieben. Wir versuchen über Zeitarbeiter die Zeit zu überbrücken, weil wir ein Konzept erarbeitet haben,
dass wir am Nachwuchs dementsprechend arbeiten. Wir werden dann mit einer Hebammenschule gemeinsam eng zusammenarbeiten, die auch hier ausbilden, in der Hoffnung, dass wir daraus unsere eigenen Hebammen auch rekrutieren können. Also die Ausbildung ist im Moment der Schlüssel zum Erfolg. Aber aktuell sieht die Situation sehr gut aus. Ich habe letztens mit der Frau Glaus letzte Woche noch gesprochen, ja. Und gerade haben wir einen wirklich guten Stand. Also besser als im Dezember letzten Jahres. Ja. Herr Hartan, Sie haben mehrfach erwähnt, wie schön das sein wird. Sie haben uns, glaube ich, vor 2 Jahren die Bayer 04 Entbindungsstation gezeigt. Ja. Kommt hier auch sowas? Wie mit? Definitiv. Ohne Bayer 04 geht es nicht. Wir haben extra einen Kreißsaal dafür vorgesehen. Die enge Absprachen laufen und das wird dann mit Bayer 04 gemeinsam gestaltet und wird wahrscheinlich noch professioneller sein, als wie es im Moment der Fall ist. Wir haben ja 5 Kreissäle, das hat man schon gesagt. Insofern steckt Ihnen was ganz Einfaches vor, die auch numerisch zu bezeichnen. 01, 02, 03, 04, 05. Und Sie können sich vorstellen, welcher Raum für Bayer vorgesehen ist. Ja, also. Wenn wir 01 wäre, der Urbürgermeister, oder? Ja. Danke für die Idee. Zur weiteren Versorgung der Bayer 04-Fans natürlich überlegen wir ein Herzkatheterlabor. Viele rauchen ja von denen auch noch, trinken auch. Ja. Im Stadion gibt es wirklich sehr gesundes Essen, vor allem so Pommes und Reis, was wirklich uns sehr zuarbeitet. Ja. Und wir überlegen auch, dass wir dann einen Herzkatheter so vielleicht mit einer Raucherecke ausstatten, damit die da auch entsprechend gut aufgenommen werden und gut behandelt werden können. Ja. Herr Küstler, müssen wir uns überlegen, wie wir das umsetzen. Ja. Ja. Neben Zigarettenautomaten, Rechenautomaten. Ja, genau. Ich muss auch bloß ein bisschen niedriger montieren, damit die hier im Sitzen oder so im Liegen auch rausziehen können. Ne? So. Herr Zimmermann, Sie wurden eben beschrieben als sehr langfristig planender Mensch, dass Sie seit einigen Jahren daran arbeiten. Ja. Das ist in gut einem Jahr fertig. Was kommt danach im Klinikum an Bauten? Also ich kann Ihnen versprechen, das Bild Gesundheitspark und Kran, das wird sich nicht vermeiden lassen, das hängt irgendwie miteinander zusammen, hat was damit zu tun, dass damit auch insgesamt Innovation, Fortschritt mit symbolisiert wird. Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept, auch einem baulichen Konzept für einen neuen Haupteingang hier unten auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz, der auch gleichzeitig für eine integrierte Notfallversorgung da sein soll. Das ist ein ganz ambitioniertes Ziel. Und das zweite ist eine neue Krankenpflegeschule. Der Professor Erdmann hat dargestellt, das Konzept in vielen Bereichen, wo wir Fachkräftemangel haben, liegt im Grunde genommen in der Ausbildung. Und insofern haben wir im letzten Aufsichtsrat überlegt, wie wir dem auch baulich begegnen können und die Schule hier mehr in den Innenbereich zu holen und auch hier neuzeitig zu gestalten. Das ist eine große Zielsetzung, wo wir jetzt auch einen Förderantrag bei dem Land Nordrhein-Westfalen gestellt haben. Das nur mal 2 Beispiele. Ich kann das nur ergänzen, wir haben natürlich mit dem Bebauungsplan damals hier natürlich die Grundlagen geschaffen. Ja. Ich finde es immer hervorragend, wie wir das hinbekommen, quasi im Bestand die Sachen nochmal zu qualifizieren und nach oben zu gehen. Und das alles unter laufenden Klinikbetrieb, das muss man sagen. Und deshalb sind die Grundlagen durch den Bebauungsplan klar gesetzt. Wir haben ja auch noch grün das große Bauvorhaben mit der Fliegenreihe, wo wir jetzt schon die Grundlage geschaffen haben. Aber der Parkplatz ist im anderen Bereich. Und deshalb wird das natürlich ein ständiger Prozess der Entwicklung sein. So ist die Medizin. Und wir müssen hier dann darauf natürlich die Antwort haben, indem wir uns auch räumlich erweitern. Das bedeutet eben auch, hier von Seiten der Stadt, wir sind ja 100%iger Eigentümer des Klinikums, der natürlich weiterhin auch finanzielle Mittel in den Gesundheitspark hier einschütten. Haben Sie das auch aufgenommen, Herr Born? Ja. Gut. Also, alle mitgeschrieben. Ein Wahlversprechen. Alle mitgeschrieben. Ja, nun, das ist, glaube ich, schon ein gewisses Markenzeichen in Leverkusen. Ich hatte diese Woche den Antrittsbesuch von dem neuen Geschäftsführer aus Solingen. Und er hat gesagt, ich muss jetzt erstmal einen baulichen Masterplan auflegen. Und ich werde, das weiß der Gesellschafter, nicht unter 130, 150 Millionen notwendigen Investitionen landen. Und das haben wir in Leverkusen anders gemacht. Wir haben nicht gewartet, dass irgendwo ein Geldgeber kommt, sondern wir haben
mit unseren Möglichkeiten hier sukzessive ausgebaut und die 100 Millionen weit überschritten. Jetzt haben Sie ein Stichwort geliefert, Solingen. Damals ist man mit großen Schritten nach vorne gegangen, dann ist es so ein bisschen eingeschlafen, hatte ich den Eindruck. Kommt da was jetzt mit dem neuen Geschäftsführer, dass man das nochmal versucht? Also sag niemals nie. Wir im Krankenhaus und alle Verantwortlichen in der Region wissen, dass es nur die Zukunft liegt in Kooperation und Zusammenarbeit und das möglichst gesellschaftsrechtlich. Aber das sind alles kleine Pflänzchen, Saatkörner. Und das hat sehr viel auch mit Vertrauen zu tun und deswegen sind die Gespräche nie abgerissen und wir werden sehen, wo wir da in ein, zwei Jahren sein werden.